Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Lightroom und genauer gesagt um den Strukturregler in Lightroom. Den gibt es ja jetzt schon seit ein paar Monaten, aber ich dachte mir, dass es jetzt mal an der Zeit ist, auch für mich darüber ein Video zu machen, denn ich möchte dir mal ein bisschen genauer zeigen, wofür der eigentlich da ist, was man damit machen kann und wie man ihn am besten einsetzt. Und dabei wünsche ich dir jetzt natürlich ganz viel Spaß. Ich habe mir mal zwei Bilder rausgesucht, an denen ich dir jetzt den Strukturregler ein bisschen genauer vorstellen möchte. Und zuerst einmal natürlich, der Strukturregler findet sich hier oben wieder jetzt unter Präsenz, also über dem Klarheitsregler. Und die erste große Frage ist natürlich, wie unterscheidet sich der Strukturregler eigentlich von der Klarheit? Und das kann ich dir jetzt ganz einfach mal zeigen. Klarheit ist ja relativ rigoros, sage ich jetzt mal. Wenn man das jetzt mal auf plus 100 stellt, dann sieht man schon, dass Klarheit hier ja sehr dominant ist, sage ich mal, und die Mikrokontraste aufbaut. Deswegen stelle ich das Ganze jetzt nochmal zurück. Und das Gleiche jetzt mal den Strukturregler so nach oben ziehen. Da siehst du schon, dass der schon sehr anders arbeitet. Das bedeutet, da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Mikrokontraste, sondern da geht es wirklich darum, dass man in größeren Flächen hier mehr Struktur reinbekommt, wie der Name schon sagt. Und deswegen ist für mich eigentlich dieser Strukturregler auch wirklich eine tolle Sache, den ich jetzt inzwischen echt gerne nutze und auch eine gute Alternative zu der Klarheit darstellt. Wobei man natürlich sagen muss, viele haben das ja so bezeichnet, dass Struktur quasi ja so der kleine Bruder von der Klarheit ist. Für mich sind es eigentlich zwei völlig unterschiedliche Sachen, obwohl es natürlich schon so ein bisschen dahin geht. Aber man nutzt Klarheit und Struktur eigentlich für völlig unterschiedliche Sachen. Dieser Strukturregler wurde von Adobe so vorgestellt, dass man vor allem in der Porträtbearbeitung damit die Haut ein bisschen glatter machen kann. Ich für meinen Teil als Landschaftsfotograf habe ihn auch dafür entdeckt, dass man tatsächlich ihn auch genau andersrum nutzen kann und in der Landschaft mehr Struktur reinbringen kann. Zum Glück ist das ja auch wieder ein Regler, den man ins Positive und ins Negative ziehen kann. Aber ich möchte natürlich damit mal anfangen, jetzt hier anhand eines Porträtbildes das Ganze so ein bisschen zu präsentieren. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz einfach nur ein paar kleine Einstellungen noch machen, um das Bild so ein bisschen zu bearbeiten. Also ich werde jetzt hier nicht viel machen, einfach nur so ein paar kleine Einstellungen. Ich denke mal, das reicht hier schon. Von der Sättigung finde ich es ein bisschen krass. Ich werde jetzt hier mal in die HSL-Tabelle noch reingehen und so ein bisschen Sättigung hier in den Orange- und Gelb-Werten rausnehmen, denn die sind doch relativ stark hier gesättigt. Vielleicht nehme ich jetzt hier mal die Gelb-Werte noch so ein bisschen, schiebe sie so ein bisschen weiter ins Orange rein. Ich denke mal so ungefähr. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Okay, aber es soll ja wie gesagt um den Strukturregler gehen. Und da möchte ich dir jetzt das Ganze einfach mal ein bisschen genauer zeigen. Dafür zoome ich jetzt hier mal so ein bisschen weiter rein, damit wir auch die Haut gut beurteilen können. Du siehst jetzt hier also, ich habe fokussiert hier auf das Auge. Der Fokus, ja, so einigermaßen ist er getroffen. Vielleicht nicht hundertprozentig. Und man kann aber auch hier sehr schön die Haut beurteilen, wo wir natürlich hier so ein bisschen Struktur drin haben. Ja, also das Ganze ist auch sehr offenblendig fotografiert mit der Blende 2.8. Von daher haben wir natürlich hier schon viele Stellen, die gar nicht mehr im Fokus sind. Aber trotzdem erkennt man hier noch sehr gut die Struktur der Haut und die Hautporen. So, und wenn ich jetzt diesen Strukturregler einfach mal ins Negative ziehe, dann siehst du, was passiert. Dann wird nämlich diese Haut im Endeffekt schön weich gezeichnet. Man kann jetzt auch sehen, dass natürlich solche Sachen wie das Auge jetzt, was relativ stark fokussiert ist und was auch viele kleine Details hat durch die ganzen Wimpern und so weiter, dass das relativ gut erhalten bleibt. Jetzt mal so im Vergleich, wenn ich jetzt hier einfach mal die Klarheit komplett ins Negative ziehen würde, das sieht schon nochmal ein bisschen anders aus. Also so war das ja irgendwie vorher, dass man, wenn man nur in Lightroom bearbeitet hat, dass man das vielleicht nicht auf minus 100 gestellt hat, aber dass man da durchaus den Klarheitsregler so ein bisschen verwendet hat, um hier die Haut ein bisschen weich zu zeichnen, fand ich persönlich nie wirklich gut. Ja, mit dem Strukturregler geht das jetzt schon ein bisschen besser, wobei ich trotzdem sagen muss, ich würde den ungern immer auf das gesamte Bild anwenden, weil du siehst jetzt hier auch in den Haaren zum Beispiel, dass wir natürlich hier dann da auch Struktur verlieren und das Ganze so völlig zermatscht aussieht. Von daher, meine Empfehlung an dich ist, nutze dafür den Pinsel. Also ich kann jetzt hier in den Pinsel reingehen und natürlich haben wir auch in diesem Pinsel wieder den Strukturregler drin. Und ich könnte jetzt hier einfach mal die Struktur zum Beispiel, fangen wir mal relativ grob an, auf minus 60 stellen. Meine Pinselgröße, ja, kann man ein bisschen größer stellen.
Und die weiche Kante habe ich auf 100 gestellt, Fluss und Dichte auch erstmal auf 100, damit wir jetzt hier erstmal den Effekt sehr, sehr gut sehen. Und ich habe das automatisch Maskieren mal rausgenommen, damit ich hier auf dem Gesicht auch gut hin und her malen kann. Und jetzt siehst du gleich, was passiert. Ja, also wenn ich jetzt hier drüber male, dann wird die Haut weicher gezeichnet und wir verlieren so ein bisschen die Details aus der Haut und dadurch sieht das Ganze so ein bisschen gleichmäßiger aus. Sie hat jetzt hier auch so ein paar Sommersprossen noch mit im Gesicht, die dadurch natürlich auch so ein bisschen verloren gehen. Aber wir kriegen so ein sehr glattes Hautbild hin, was ja einfach so ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Jetzt achte ich hier persönlich ganz besonders darauf, dass ich jetzt hier zum Beispiel nicht über die Augenbrauen male, damit die halt nicht zermanscht werden, sondern damit die wirklich in ihrer Struktur erhalten bleiben. Ich versuche jetzt hier also wirklich nur über die Haut drüber zu malen und jetzt auch nicht über irgendwelche Kanten. Also jetzt hier zum Beispiel würde ich ungerne über diese Nasenkante hier drüber malen, weil das natürlich auch wieder das Ganze so ein bisschen verwischt und vermanscht. Von daher, ich male jetzt hier über die Nase rüber, aber versuche die Kante davon außen vor zu lassen, genauso hier an der Wange. Ja, gut, die einzelnen Härchen hier, das kann man nicht verhindern, dass man da so ein bisschen drüber malt, aber wenn man jetzt hier über so ein einzelnes Härchen drüber malt, dann passiert ja auch nicht wirklich viel. Hier am Kinn kann man auch so ein bisschen drüber malen und hier vielleicht noch so ein bisschen, wobei das schon sehr außerhalb des Fokusbereichs liegt. Und vielleicht hier noch so ein bisschen unter der Nase entlang. Okay, das soll jetzt erstmal schon hier soweit ausreichen. Und ich möchte dir jetzt hier einfach nochmal ein kurzes Vorher-Nachher zeigen. Also ich deaktiviere jetzt hier den Pinsel nochmal. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Es ist schon sehr stark weich gezeichnet. Ich habe das jetzt hier auch mal ein bisschen übertrieben, damit du das in dem Video ein bisschen besser sehen kannst. Also ganz so doll würde ich es gar nicht anwenden, sondern ich würde jetzt hier wahrscheinlich die Struktur so auf vielleicht minus 40, minus 30 oder so legen, maximal. Ja, also man sollte das immer möglichst nicht übertreiben in der Bildbearbeitung, weil sonst sieht das Ganze einfach zu Barbie-Puppen-mäßig aus und das wollen wir ja auch nicht. Hier so eine Stelle, das könnte ich jetzt zum Beispiel noch ganz einfach wegmachen, indem ich jetzt hier mal den Kopierstellen bzw. den Reparaturpinsel mal nehme, hier mit der Maus einfach das Ganze ein bisschen kleiner mache und dann hier nur einmal draufklicke und dann ist auch dieser Punkt hier weg. Das ist kein Problem. Und dann haben wir jetzt hier im Gesicht schon echt ganz gut was gemacht. Ich zeige jetzt mal ganz kurz, so sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus, ja, mit der kleinen Nachbearbeitung hier. Also ich denke mal, das sieht schon ganz gut aus. Wir können jetzt aber noch ein Stück weitergehen, denn ich kann ja natürlich diesen Pinsel jetzt nochmal aktivieren und ich könnte jetzt zum Beispiel mal reingehen und hier mal die Struktur ins Positive ziehen und zum Beispiel mit einer kleineren Pinselspitze jetzt hier nochmal über die Augenbrauen rüber malen und denen halt wieder so ein bisschen mehr Fokus geben dadurch. Also ich könnte jetzt hier dadurch das Auge auch so ein bisschen schärfer wirken lassen nochmal, indem ich jetzt hier ein bisschen mehr Struktur reingebe. Ja, auch selbst das Auge, was hier nicht mehr im Fokus drin ist, das kann auch so ein bisschen mehr Struktur bekommen. Und dadurch hebe ich das Auge nochmal so ein bisschen mehr hervor, genauso die Augenbrauen hier. Also alles, was Struktur haben soll, da kannst du dann ruhig auch nochmal mit positiver Struktur drüber malen. Und das macht das ganze Porträt einfach noch ein bisschen lebendiger. Das könnte man jetzt hier genauso gut nochmal ein bisschen über die Haare zum Beispiel machen. Du siehst auch hier, wenn ich jetzt hier zum Beispiel über die Haare so ein bisschen drüber male, da könnte ich mir jetzt hier mal einen größeren Pinsel machen. Dann kann ich auch das hier nochmal tun und dann kriegen auch die Haare mehr Struktur, wobei das in den Haaren schon wieder sehr, sehr stark ist. Also da müsste man es wieder so ein bisschen runterdrehen. Auch hier vielleicht so auf plus 30 ungefähr maximal. Ja, aber so kann ich hier partiell in dem Bild bearbeiten und kann dadurch das Porträt noch mal so ein bisschen aufwerten. Ich zeige jetzt mal vorher, nachher. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und wenn man jetzt weit draußen ist, weit rausgezoomt hat, dann sieht man das gar nicht so sehr. Aber wenn man jetzt hier mal weiter reingeht, vorher, nachher, ja, dann hat man hier schon eine Menge gewonnen. Und man muss sich natürlich immer fragen, wie doll man das anwendet. Ich für meinen Teil mache das immer relativ wenig einfach, weil es dann noch realistischer aussieht. Das kannst du dann natürlich aber selber so ein bisschen entscheiden, wie du das machen möchtest. Ja, wir können jetzt hier noch ein bisschen Licht da reinbringen in das Porträt. Vielleicht setze ich eine kleine Vignette noch drumherum, um so ein bisschen den Betrachter zu lenken in die Bildmitte auf das Gesicht. Also minus 15 hier vielleicht. Die weiche Kante noch ein bisschen doller stellen. Und ja, ein bisschen schärfen können wir das ganze Bild auch noch. Auch hier, wir könnten das Bild natürlich hier ein bisschen weniger schärfen, vielleicht so auf 70. Das Ganze maskiere ich auch wieder mit gedrückter Alt-Taste, damit ich jetzt hier auch wirklich nur die Stellen maskiere, die wichtig sind. Und ich könnte jetzt natürlich auch mit dem Pinsel wieder reingehen und die Augen nochmal extra so ein bisschen schärfen, wobei das jetzt ja an der Stelle eigentlich schon vollkommen ausreicht. Aber was ich damit sagen möchte, gerade in der Porträtfotografie, arbeite viel mit dem Pinsel, arbeite viel hier mit dem Verlauf oder mit dem Radialfilter, um damit wirklich partiell Sachen im Bild zu bearbeiten. Dann bist du auf jeden Fall damit wesentlich erfolgreicher. Okay, das war jetzt mal ein Porträt. Schauen wir uns mal noch
eine Landschaft bzw. eine Cityscape-Aufnahme an. Auch hier kann man den Regler, den Strukturregler sehr gut einsetzen, wie ich finde. Das Bild habe ich jetzt hier schon mal so ein bisschen bearbeitet. Und ich möchte dir jetzt auch hier nochmal den Unterschied zeigen. Wenn ich jetzt hier den Klarheitregler mal komplett nach oben drehe, dann siehst du schon, was passiert. Auch hier wieder sehr starke Mikrokontraste. In dem Fall kann ich sogar hier ein bisschen Klarheit mit reinbringen. Ich würde mal sagen, so ungefähr 20. Klarheit finde ich besonders dann immer schön, wenn man hier so raue Straßen hat, wo vielleicht sogar durch ein bisschen Regen noch ein paar Reflexionen drin sind. Dann wirkt Klarheit für mich immer besonders schön. Aber auch hier gilt eigentlich wieder, dass wir das Ganze mit einem Verlaufsfilter partiell anwenden können. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier wirklich nur die Straße so ein bisschen haben möchte, dann nehme ich jetzt hier einfach mal den Verlaufsfilter und stelle dann jetzt hier mal nicht die Struktur, sondern die Klarheit hier auf ungefähr plus 20 und ziehe jetzt hier einfach mal über die Straße nochmal diesen Verlaufsfilter rein. Und dann habe ich hier auch die Klarheit wirklich nur unten in der Straße drin. Du siehst es jetzt hier. Wenn ich jetzt hier mal die Klarheit ein bisschen höher stelle, ich denke mal, ich kann die sogar auf plus 50 stellen, das ist hier an der Stelle vollkommen okay. So, aber wir wollen ja auch mit der Struktur hier nochmal ein bisschen arbeiten. Und wenn ich jetzt hier mal die Struktur nach oben drehe, dann siehst du auch hier, was passiert. Wir kriegen wirklich gerade so in diesen Gebäuden, gerade hier so in den Details, kriegen wir wesentlich mehr Struktur rein. Ich mache die jetzt nochmal hier raus, damit du nochmal den Vorher-Nachher-Effekt siehst. Achte mal jetzt auf das Flatiron-Gebäude. Vorher und jetzt danach. Ja, man darf auch hier das Ganze nicht zu doll anwenden, aber ich denke mal hier, wenn man so ungefähr mit plus 40 arbeitet und in dem Fall würde ich tatsächlich auch einfach den Strukturregler hier so global benutzen, dann sieht das Ganze hier noch wesentlich besser aus und der Effekt ist auf jeden Fall da. Also zusammenfassend kann ich sagen, gerade wenn es so um Städteaufnahmen oder auch um Landschaftsaufnahmen geht, würde ich den Strukturregler eher so ein bisschen ins Positive ziehen, in der Porträtfotografie eher so ein bisschen ins Negative, um die Haut zu bearbeiten, wobei ich dann aber bestimmte Bereiche des Bildes tatsächlich wieder mit einer positiven Struktur hervorheben würde, einfach um da so ein bisschen das Bild weiter noch zu gestalten. Mich würde mal interessieren, was du von dem Strukturregler hältst. Das kannst du ja einfach gerne mal unten in die Kommentare posten. Ich bin da gespannt drauf und wir können gerne ein bisschen darüber diskutieren, ob dieser Strukturregler sinnvoll ist oder nicht. Ich finde ihn auf jeden Fall sinnvoll. Ich arbeite ganz gerne damit, seitdem es den gibt. Den gibt es ja auch schon seit Mai, seit dem Update im Mai. Ich habe erst jetzt das Video dazu gebracht, aber trotzdem konnte sich damit jeder wahrscheinlich schon ein bisschen einarbeiten und ich hoffe natürlich, dass dir das Video trotzdem ein bisschen weitergeholfen hat. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du es noch nicht getan hast, dann kannst du es auch vielleicht mit deinen Freunden teilen. Denn die können ja vielleicht auch davon profitieren und ihr könnt gemeinsam ein bisschen was darüber lernen. Ich hoffe natürlich auch, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du den Kanal auch abonnieren. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt natürlich noch ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und dem Ausprobieren von dem Strukturregler. Bis dann. Ciao.